Also nochmal, was steht da? Alles? Einfach jetzt. Wie, wenn du, genau. Jan, das kannst du dann in einem Making-of machen. Das ist Kniga Usbecher. So, jetzt mal still. Gut, okay, Quatsch beiseite. Mit dem fangen wir nicht an. Läuft schon? Weil jetzt begrüße ich erstmal unsere Zuschauer, das ist viel wichtiger. Mein Auto war in der Reparatur. Können wir das machen, wenn das Buch dran ist? Ach so, okay. Und wir gucken jetzt erstmal in die Mitte. Herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Sam Soul & Mind, die Buchvorstellung mit Helma Rudolph. Das Buch, was wir uns heute vornehmen, ist dieses hier. Die erstaunlichen Geheimnisse der Yogis. Geht es dann so richtig um Yoga-Positionen und... Nein. Erstmal kleiner Hintergrund. Das Buch war das letzte von Charles Hanel, dem Autor des Master Key Systems, das letzte von 5, was er geschrieben hat, und kam 1937 raus, ist also nicht unbedingt neu. Und da geht es um eine Einführung in die Yoga-Philosophie. Also erstmal, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Also nicht um Yoga-Posen, es geht aber um Atmung. Und die Atmung nimmt da doch einen recht großen Teil in dem Buch ein, weil über die Atmung steuern wir letzten Endes unsere Realität. Mhm. Also dein Onkel Charles, der dich ja schon länger begleitet, wer dich schon kennt, der weiß, das Master-Key-System, da bist du so der Verantwortliche für die Übersetzung, das Transportieren ins Deutsche und auch ja, über viele Jahre damit auf der Bühne, ne, wenn ich das richtig. Und der Onkel Charles, wie du immer so schön sagst, hat dieses Yoga-Buch geschrieben und du hast es übersetzt. Also du bist jetzt nicht Autor direkt des Buches, sondern du bist der Übersetzer. Ja, in diesem Falle habe ich es übersetzen lassen, habe es nochmal überarbeitet. Das hat Ariane Lachmeier aus Österreich übersetzt. 2009 schon, also ist auch schon ein paar Jahre auf dem Markt und ist eigentlich eine schöne Abrundung. Hanel hat das auch da, soweit ich das mitbekommen habe, steht im Buch, in Zusammenarbeit mit Victor Pereira erschaffen. Das heißt, jemand, der da wahrscheinlich ein bisschen mehr Einsicht hatte in diese ganzen Sachen als Hanel selbst. Ist ja auch schon 37 erstanden, das heißt, Hanel war da auch schon 69, also schon ein bisschen betagter und wie gesagt, mit einer Kollaboration. Aber es ist eigentlich ein schönes Buch, weil es eine schöne Einführung ist in diesen gesamten Bereich, weil Yoga für uns ist quasi, ne, Leggings, Matte, schwitzen und dann irgendwo komische Posen machen. Und darf nicht vergessen, dass bis vor 100 Jahren war Yoga eine reine Atemsache und in den letzten 100 Jahren ist es mehr zu einer Körpersache geworden. Wahrscheinlich auch irgendwo der Fokus sozusagen auch der modernen Gesellschaft aufs Materielle, auf den Körper, weil Yoga dreht sich um Atmung und über die Atmung trainierst du das Bewusstsein und über die Atmung trainierst du oder schaffst du dir deine Realität letzten Endes. Mhm. Wenn ich dich jetzt nach dem Mehrwert frage, für Menschen, die sich mit Yoga auch schon länger beschäftigen. Schöne Ergänzung. Okay. Es ist eine schöne Ergänzung, es ist ein schönes, sagen wir mal, so ein Wissensfundament und eben praktische Atemübungen noch über die Alternativatmung übers rechte und linke Nasenloch, weil die ja unterschiedliche Qualitäten haben. Mhm. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich durchs rechte oder durchs linke Nasenloch atme, weil sie zumindest laut der Yoga-Philosophie der Sonne oder dem Mond zugeordnet sind und dementsprechend entweder beleben oder beruhigen. Wenn du diese Bücher übersetzt, dann hast du oder hast in diesem Fall dann übersetzen lassen und nochmal nachgearbeitet, dann gehst du ja durch alles durch. Richtig? Man lernt dadurch. Ich gucke mir auch gerne meine eigenen Videos an, weil ich lerne von mir am meisten, weil während ich präsentiere, bin ich in einem anderen Modus, im Sendemodus und wenn ich dann die Möglichkeit habe, meine eigenen Videos anzuschauen oder die Bücher durchzulesen, dann bin ich im Empfangsmodus. Also ich lerne von mir sehr viel. Das heißt also, du weißt über das richtige Atmen und über all das, was die Philosophie ist, ja, vollumfänglich. Vollumfänglich sicherlich nicht. Nach oben ist die Skala offen. Aber ich habe mich dahingehend, denke ich mal, trainiert. Oder ich habe den Schlüssel, dass ich weiß, dass wenn ich irgendwo noch Mut und Zuversicht und ein bisschen Energie brauche, eben die Atmung durchs rechte Nasenloch mir helfen kann. Und wenn ich einfach zu stressig bin, was gar nicht mehr passiert, ich mich eben über die Atmung durchs linke Nasenloch runterbringen kann. Also schon eine Bereicherung auch für die, die wissend sind und die schon damit umgehen können, zu sagen, hey, ich greife ins Bücherregal, ich habe da einen alten Schatz stehen, der hilft mir über
ein Problem hinweg oder eine Blockade zu lösen? Oder? Es sind natürlich in den letzten Jahrzehnten viele Bücher geschrieben worden über das Yoga, auch sehr viel praktischer und neuzeitlicher. Das ist halt, wenn man, sag mal, so ein Hanel-Afficionado ist, also so ein Fan ist, sollte das in der Sammlung nicht fehlen. Nicht nur wegen des Buches oder weil Hanel es geschrieben hat, sondern einfach, weil die Inhalte auch wie immer in seinem Stil sehr klar und leicht verständlich vermittelt sind. Super, damit lassen wir es so stehen und ich sage Dankeschön, bis demnächst. Tschüss!